Keine schöne Erinnerung. Anpassungsrate als jeder andere Tester. Ich hole ihn da raus. Er war viel zu lange da drin. Nein, noch nicht. Wir haben noch so einen weiten Weg vor uns. Das ist zu gefährlich. Was sind schon 1-2 Stunden? Warum diskutieren wir das nicht im Konferenzraum? Gönnen wir Desmond eine Minute Ruhe. Ach, ich weiß wirklich nicht warum. Warren, bitte. Gut. Zurück in der Zukunft. Nun ja, Hochmut kommt bekanntermaßen vor dem Fall. Und der Meister hat vielleicht nicht ganz unrecht. Ich meine, Altair hat sich ja anscheinend wirklich nicht an das Credo gehalten. Aber uns gleich abzustechen, geht dann vielleicht doch etwas zu weit. Wir sehen uns hier mal um. Weil anscheinend werden wir ja gefangen gehalten, gegen unseren Willen. Und wenn wir nicht kooperieren, dann werden wir getötet. Dann können wir vielleicht mal den Leuten hier lauschen. Hier vorne. Okay, wir sind jetzt also in der Haut von Desmond. Wie gesagt, in der, naja, in der Jetzt-Zeit. Mehr oder minder. Okay, kommen wir da etwas näher ran. Ja. Ein Doppelbett. Ah. Ach so. Sehr passend gesagt. Bevor wir unsere Arbeit beendet haben, dafür gibt es auch ein Wort. Dumm. Lucy, das ist nicht meine Entscheidung. Ich mache die Deadlines nicht. Aber ich bin klug genug, sie nicht in Frage zu stellen. Wollen Sie wie Lila enden? Ich weiß, der Unfall hat alles verändert. Weshalb wir keine Zeit haben, ihn zu verhätscheln. Wenn Sie ihn zu hart rannehmen, wird er zumachen. Und dann haben wir nichts. Jetzt haben wir auch nichts. Aber wir werden. Wir brauchen nur ein bisschen Geduld. Fein. Aber ich möchte, dass Sie sich Gedanken über seine Verweildauer machen. Wir können nicht bei jedem Schweißausbruch abbrechen. Schlimm genug, dass wir uns durch all diese nutzlosen Erinnerungen durcharbeiten müssen. Ich tue, was ich kann. Na schön. Jetzt ist natürlich nur die Frage, welche Informationen genau erhoffen sie sich oder welche brauchen sie? Ah. Ah ja. Immerhin. Eine Dusche haben wir hier. Ich nehme an, wir werden hier auch länger Zeit verbringen. Ich kann mich nicht mal umziehen. Naja, ich glaube, das hast du jetzt auch nicht unbedingt notwendig, mein Guter. Okay. Was haben wir hier noch? Aha. Wir sind fertig für heute, Mr. Miles. Ich schlage vor, Sie gehen in Ihr Zimmer und ruhen sich aus. Das heißt, wir werden wohl fürs Erste hier bleiben müssen. Da kommen wir nicht durch. Können wir noch mit der Dame hier interagieren oder mit ihm? Ich glaube nicht. Und da verschwindet auch der Herr Doktor. Der, naja, nicht gerade der freundliche Herr Doktor. Sie gibt auch keinen Kommentar von sich. Da bleibt uns wohl keine andere Wahl. Verdammt, abgeschlossen. Hier können wir auch nichts machen. Und hier auch nicht mehr. Okay, ich würde sagen, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir legen uns einmal ins Bett. Etwas Nachtruhe gönnen wir uns. Na schön. Süße Träume. Der nächste Morgen. Mann, Mann, ganz schön unheimlich, Doc, wenn Sie so beim Aufwachen über mir stehen.
Haben Sie mich beobachtet? Wir beobachten Sie ständig. Stehen Sie auf, es gibt viel zu tun. Ich frage mich, wen ich heute töten werde. Seien Sie nicht zu anmaßend. Ihre Vorfahren hatten fast die richtige Idee, Mr. Miles. Wenn der Tod weniger, erst recht böser Menschen, die Leben Tausender retten kann, nun, dann ist es ein kleines Opfer. Was meinen Sie mit fast? Sie gingen nicht weit genug. Um einen etwas abgegriffenen Vergleich zu verwenden, Korruption ist wie ein Krebsgeschwür. Schneidet man die Tumore raus, aber übersieht den Ursprung. Nun ja, bestenfalls gewinnt man etwas Zeit. Es gibt keine wirkliche Chance ohne einen umfassenden systematischen Eingriff. Chemo für die Massen. Erziehung. Umerziehung, um genau zu sein. Aber es ist nicht einfach. Und es klappt nicht immer. Lassen Sie mich raten. Sie haben eine bessere Lösung. Wie heißt sie? Dann würde ich es ja verraten. Tja, und wer entscheidet, was gut und was böse ist? Ich meine, die Moral ist gewissermaßen subjektiv. Ich meine, man kann sich auf ein gewisses Fundament einigen. Nichtsdestotrotz, wer entscheidet denn darüber, was gut und böse ist? Existiert überhaupt gut und böse? Das sind alles, eigentlich auch philosophische Fragen. Aber nun gut, wie er meint. Dann gehen wir mal zurück in den Animus. Fortsetzen, letzte Erinnerung laden. Dann machen wir weiter, nach einer... Wenn sie entdeckt wurden, töten sie einige ihrer Verfolger Lebe. Aber ich sah euch zustoßen, fühlte die Umarmung des Todes. Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Und dann fielt ihr in den Schlaf der Toten. Der Ungeborenen. Auf das ihr erwachen würdet und wiedergeboren. Aber warum? Erinnert ihr euch, Altair, wofür die Assassinen kämpfen? Frieden? In allen Dingen? Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt zwischen den Menschen zu beenden. Es geht auch um den inneren Frieden. Das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist es. Aber ihr, mein Sohn, habt den inneren Frieden nicht gefunden. Dies zeigt sich auf schändliche Weise. Ihr seid arrogant und hochmütig. Aber habt ihr nicht immer gesagt, dass nichts war und alles erlaubt ist? Ihr versteht die wahre Bedeutung dieser Phrase nicht, mein Kind. Sie erlaubt euch nicht zu tun, was euch gefällt. Es ist eine Lehre, die eure Sinne leiten soll. Sie setzt eine Weisheit voraus, an der es euch mangelt. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Malik hielte es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt. Und euren Rang. Ihr seid ein Novize. Wieder ein Kind. So wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Ich biete euch Gelegenheit, euch reinzuwaschen. Und euch den Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird. Ein wahrer Assassine. Also soll ich ein Leben nehmen? Nein, jetzt noch nicht. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Das ist nicht nötig. Andere jagten eure Beute für euch, aber von heute an werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen. Wenn ihr das wünscht? Das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Robert de Sable geholfen. Einer von uns. Ihr müsst ihn finden und hierher bringen, um ihn zu verhören. Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest liegt bei euch. Nun gut. Sie wurden degradiert. Waffe verloren, Schwert und versteckte Klinge. Kurzschwert. Konterkills und Wurfmesser haben wir verloren. Rempeln. Vorsprung. Greifen und losreißen. Balance wiederlangen, ausweichen, extra Wurfmesser. Verteidigung durchbrechen, Kurzschwertmeister Schaden, Schwertmeister Schaden. Wir haben sehr viel verloren. Wie man sieht, wir sind wieder Novize. Ein Schüler.
Und wir müssen uns wieder unseren Rang erarbeiten. Naja, verständlich. Ich meine, immerhin hat er uns nicht getötet, auch wenn ich das nicht unbedingt für gerechtfertigt gehalten hätte. Auch wenn Altair wirklich sehr fahrlässig gehandelt hat. Da stimme ich dem Meister doch zu. Aber das ist trotzdem kein Grund, uns zu töten. Okay, dann machen wir uns mal auf. Nehmen mal die Karte aufrufen. Okay, Altair, und wir müssen hier entlang gehen. Status, den Verräter von Massiv aufspüren. Na schön. Dann mal los. Kann ich eigentlich direkt, hier sollte ich nicht unbedingt runterspringen. Besonders da wir jetzt nicht mehr sehr viel Leben haben, beziehungsweise unser Synchronitätsbalken ist doch etwas kleiner geworden. Und das ist kein Euphemismus. Friede sei mit euch, Altair. Ihr steht mir im Weg. Ja, Al-Mualem bat mich, euch zu helfen. Euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch. Ja, wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja. Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja, beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Mag sein. Gebt mir einen Namen und bringen wir es hinter uns. So funktioniert das nicht. Geht. Und denkt daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen. Also gut. Wir haben eine Mission. Die werden wir auch erfüllen. Ich meine, Altair ist sicherlich ein fähiger Assassine. Aber den Status müssen wir uns erstmal wieder erarbeiten. So, kann ich hier direkt... Ja, etwas schneller. Okay, nehmen wir mal den Weg hier. Das war... Pardon, nicht ganz geplant. Und jetzt... Moment. Den Verräter aufspüren. In die Richtung hier. Okay. Da müssen wir also erstmal Ausschau halten, nehme ich an. Also müssen investigieren, wer hier, pardon, der Verräter ist. Ja. Tut mir ja leid. Okay. Hier kommen wir auch noch rum. Über die Dächer. Kommen wir eigentlich... Ah. Massierflagge eingesammelt. 1 von 20 Assassinenflaggen. Kann doch auch bestimmt. Das war nicht geplant. Ja, hier komme ich auch noch oben. Das wollte ich machen. Okay, wir müssen in diese Richtung. Und wir können hier auch Flaggen einsammeln. Achso, kann ich hier... So. Okay. Ja, ich denke hier... Können wir einfach runterspringen. So. Diese schockierten Leute. Hier könnten wir auch einspringen. Von da oben. In den Heuhaufen. Okay, aber wir beeilen uns mal. Wie ich ja mal alle umremple. So. Ja, das ist wohl wahr. Da widerspreche ich nicht. Ja, da kommen wir auch noch unten. Wie seltsam. Ah, jetzt. Komm schon. Achso, muss ich hier. Ja. Einmal springen. Ist echt noch sehr gewöhnungsbedürftig. Aber alles machbar. Ja, komm hier. Kann er wohl hoffentlich runterspringen. Belauschen! Okay, wir sollen uns auf die Bank setzen. Und zwar hier vorne. Aha, in der Nähe und erfassen Sie das Ziel, um Lauschvorgang zu starten. Da ist eine Bank. Wir laufen mal am Ziel vorbei. Ja. Naja, wirklich unauffällig war ich jetzt nicht. So. Einmal hier. War er das? Finden Sie die Bürger, die Sie belauschen können. Kann er auch die hier? Ja. Aber eigentlich will ich ja... Jetzt. Die hier will ich. Okay. Zum... Den hier, ne? Ich weiß, was ich sage.
Masun öffnete das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen. Ah, aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Mich deucht, er enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. Okay, Nachforschung beendet. Den Korbflechter finden. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Den Korbflechter. Dann gehen wir mal in die Richtung hier. Ich hoffe, wir sind nicht zu auffällig. Hallo, die Damen. Ja. Ist natürlich sehr unauffällig, wenn ich hier immer in Leute reinrenne. Okay. Wir müssen hier entlang. Hier? Aber da kommen wir ja nicht direkt rein. Ah, hier. Taschendiebstahl. Ach so, okay. Ist das also... Gucken wir mal. Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. Aha. Okay, um das Opfer zu bestehlen, während es sich bewegt. Moment, dann... Na toll. Okay, aber nur während es sich bewegt. Also sollten wir mal abwarten, bis er weitergeht. Nein! Ich wollte... Oh! Ich wollte ihn nicht schlagen! Wow. Ja, okay, das können wir gleich nochmal wiederholen. Ich glaube, ich lasse mich jetzt mal töten. Weil ich das gerne nochmal machen würde. Das habe ich ihn echt einfach geschlagen. Hilfe. Okay, lädt. Benutzen Sie die befreiten Partisanen, um Verfolger auf. Danke für den Hinweis. Okay, sind wieder hier. Das heißt, wir müssen... ich sprinte mal. Kann ich auch direkt hier entlang laufen? Ja. Achtung. Und zwar rennen wir... hier lang. Ja. Das sieht richtig aus. Okay, da haben wir uns schön hingelegt. Habe ich den Typen einfach geschlagen? Hier, okay. So, aktivieren. Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. Okay. Schlagen, leicht stoß. Ah, ich hab... Moment mal, das ist dann... Ich habe jetzt das Gefühl, wenn ich... Genau das Gefühl hatte ich. Ah, ich drücke immer die falsche Taste. Ich glaube, ich muss die Tastaturbelegung nochmal umstellen. Was ist denn... Kann ich den jetzt überhaupt nochmal bestehlen? Oder bin ich jetzt zu auffällig geworden? Leicht stoßen.
Nee. Taschen. Ah, okay. Aber das war doch. Das war doch nicht eher. Nee. Wo ist der denn hingelaufen? Können wir das nochmal machen? Ah, wir müssen das hier nochmal starten, okay. Okay, zu nah. So. Das heißt, er läuft jetzt nochmal los. Und ich muss jetzt. Moment mal. Ja, das ist das hier. Okay. Wir nähern uns langsam. Ich entschuldige mich für das kleine Malheur meinerseits. Gott verdamme euch. Lasst mich in Ruhe. Ich hab nichts gemacht. Komm schon. Komm schon. Na, so ganz scheint das ja nicht zu klappen. Hä? Jetzt. Oh. Fehlgeschlagen. Okay, finden Sie einen Ort, an dem Sie untertauchen können, um die Mission zu... Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Jetzt werde ich... Naja, ich kann mich jetzt sowieso nicht mit denen anlegen. Ich werde niemals gefunden. Okay, aber das mit dem Diebstahl, das hat ja nicht so funktioniert, wie geplant. Ich glaube, ich lasse mich töten, weil... Bis ich jetzt weglaufe... Das dauert mir zu lange. Naja, ich meine, ich habe ja hier niemanden umgebracht. Okay, wir landen wieder hier. So. Also muss ich... glaube, ich kann gleich hier einbiegen. Ja. Okay. Wir probieren das noch einmal. Wenn ich das da nicht hinbekomme, dann machen wir einfach weiter. Das kann doch echt nicht wahr sein. Moment, das war ja nochmal leicht stoßen ist das hier, genau. Weil ich habe die Tastenbelegung auf meinem Controller, die ist leider falsch herum. Ich müsste nämlich schlagen und leicht stoßen, also die beiden Tasten, die müsste ich quasi, ja genau, die müsste ich tauschen. Kann ich später machen. Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben okay, wir das kennen wir ja schon. Also warten wir mal. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. Okay. Taschendiebstahl. Dann nähern wir uns mal... Oh, ich hab... Das ist doch nicht wahr. Okay, vergiss das. Das bekomme ich heute nicht mehr hin. Okay, wir warten kurz. Er läuft einfach weg. Okay, ich glaube aber, dass... Warum macht er das? Die meisten uns jetzt ignorieren sollten. Okay, wir gehen mal hier entlang. Ah, wir können es aber wieder reinitialisieren. Immerhin. Ah ja, der ist schon wieder hier unten. Ah, Moment, den hier nicht. Den möchte ich nicht anpeilen, den hier wieder. Ah, ich drücke immer das Falsche. Klassisches Problem. Wieso? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Also das mit dem Stehlen, das bekomme ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich hin.
Warum? Ich drücke es, aber... Ja, ich bin schon weg. Wo läuft der überhaupt hin? Aha. Meine Aufmerksamkeit ist ja schon mal geworden. Okay, ich bekomm's leider nicht hin. Und die Wachen sind auf mich aufmerksam geworden. Also hauen wir mal besser ab. Okay, wir müssen hier entlang. Anscheinend, oder was haben wir denn gerade nur auf der Karte? Den Verräter aufspüren, ja. Und hier haben wir, Moment. Wir haben hier aber auch gerade nur den Taschendiebstahl. Müssen wir den denn hinbekommen? Gut möglich. Ah ja, wir können uns auch Marker setzen. Na, großartig. Ja, okay. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht zu auffällig sind. Ich verstehe nicht, warum ich das nicht hinbekomme. Ja, da sieht man viel. Ja, jetzt. Komm schon. Yay, fehlgeschlagen. Okay. Ich glaube, wir wurden aber wieder nicht erwischt. Also, mir würde jetzt derzeit auch nichts anderes einfallen, genau. Wir haben ja nur den Verräter von Masiaf aufspüren auf der Karte. Genau, das war ja unsere einzige Mission. Zum Königreich geht es hier. Was anderes bleibt mir wohl gerade auch nicht übrig. Huch. Ja, kommt der gerade zurück? Kann ich mal kurz hier hinsetzen? Ah ja. Zu weit weg? Ja. So. Ah, okay. Ich glaube, wir hatten es fast geschafft. Ja, na endlich! Masu nahe der Zypresse finden! Okay, jetzt hat das endlich funktioniert. Dann schlendern wir mal hier entlang. Genau. Aber wir müssen hier nach oben. Da können wir aber auch den Weg hier nehmen. Und hier ist auch nochmal ein Heuhaufen. Ja, so geht das auch. Okay. Wer spricht hier? Ich weiß nicht, woher der gerade kommt. Die Stimme. Aber wir können hier noch rum. Ja. Befragungsmodus. Höre die Dinge, die ihr sagt. Ein Verräter? Ich bin kein Verräter. Al-Mualim ist derjenige, der uns betrügt. Ihn hier. Ich sehe, wie ihr mich anblickt. Höre die Dinge, die ihr sagt. Ein Verräter? Ich bin kein Verräter. Al-Mualim ist derjenige, der uns betrügt.